Hi liebe Leute, ja heute zu einem kleinen Bike-Check-Video und zwar das Testbike, was ich in den letzten Wochen gefahren bin, war natürlich nicht so gute Bedingungen. Ich habe es jetzt schon wieder sauber gemacht, fahre noch ein bisschen Urban-Stuff heute und zwar geht es jetzt bei diesem Video darum, wie seht ihr das denn beim Thema EMTB? Also ihr wisst, ich fahre ja meinen Flyer schon seit einigen Jahren und das hat einen Akku, der extern ist, also den man abmachen kann. Aber es hat sich dann durchgesetzt, dass die Intube-Akkus kamen, also wo der Akku im Unterrohr in der Regel ist. Und was haltet ihr davon? Sollte das, das hat halt Optikgründe, aber sonst eigentlich keine anderen. Design und Optik, und sonst gibt es keine großen Vorteile von diesen Intube-Akkus, die sich aber durchgesetzt haben. Und ich finde jetzt am TOC, seht ihr hier, das ist der MIG und der MIG-R-Version und MIG. Also richtig schön aggressives Trailfully Enduro, also geht richtig ab, muss ich sagen, 29er, gefällt mir auch sehr, mal wieder große Laufräder fahren zu können. Und da seht ihr hier an dem Akku, das sieht ein bisschen anders aus, und zwar sieht man den Akku doch sichtbar. Also hier hat man das Unterrohr und der Akku ist halt nicht so integriert wie bei einem Intube. Trotzdem hat es einen modernen Look, also nicht wie mein Flyer, was jetzt auch 6-7 Jahre alt ist, immer noch gut funktioniert, aber sieht natürlich deutlich moderner aus. Also, findet ihr das hässlich, weil es jetzt quasi so ein bisschen hier, das vereint hier diese Vorteile, sieht ein bisschen integriert aus, aber es ist noch, ist ja noch ein externer Akku und nicht so ins Oberrohr reingedrückt. Ja, sonst möchte ich euch ein bisschen was zu dem Fahrrad erzählen. Ist natürlich immer viel Vorliebensache. Ich bin ja total flexibel eigentlich. Wenn Fahrrad gut ist, ich mag gerne die Sitzposition aufrecht. Das, was ich manchmal ändere. Aber sonst bin ich relativ, komme ich auf alles gut klar. Ich mag auch Bosch gerne, aber hier ist ein guter Shimano EP8 dran. Da tut sich in meinen Augen nicht viel. Auch Federung finde ich jetzt, egal welche Marke, wenn man ein gutes Produkt hat. Natürlich kann man da bei einer Fox nichts falsch machen. Es muss ja nicht immer Kashima sein. Ne? Mit den Bremsen bin ich jetzt nicht so happy. Das sind die SRAM Guide, also vielleicht Geschmackssache, manche mögen die. Ich mag lieber Shimano oder Magura. Einfach weil mir das zu schwergängig ist und ich habe recht kleine Hände. Die Hebelergonomie, also die gefallen mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist natürlich jetzt Kritik auf im hohen Ross. So von der Fahrstabilität, also das größte M finde ich halt super, wenn ein Fahrrad schön wendig ist, weil ich früher Dirtbike gefahren bin. Ja, also Dirtbikes und zum Springen und Rampen, Skatepark und so ein Kram. Deswegen mag ich diese spielerischen Bikes und die gibt es jetzt auch in 29 seit ein paar Jahren. Das gefällt mir sehr gut. Kleine Details wie ein Flaschenhalter ist natürlich immer schön. Und es war jetzt kein Dauertest, also ich konnte jetzt auch nichts meckeln. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Optik haltet. Findet ihr das zu polarisierend oder okay? Ja, bin ich mal ganz gespannt. Und danke für euer Gehör. Jetzt noch ein paar kleine Aufnahmen vom Rad.